Im tiefsten Teil des Meeres stand der Palast des Seekönigs. Und er hatte 6 Töchter. Sie spielten den ganzen Tag im Garten. Im Gegensatz zu den anderen Prinzessinnen war die Jüngste ruhig und grüblerisch. Und sie hieß die kleine Meerjungfrau. Am liebsten hörte sie Geschichten über die Welt der Menschen. Traditionell konnte eine Meerjungfrau erst an ihrem 16. Geburtstag zum ersten Mal an die Oberfläche steigen. Und jetzt ist es Zeit, das Land und die jüngste Prinzessin zu sehen. Sie tauchte in der Nähe des Schiffes auf und sang und Musik kam vom Deck. Dies war das erste Mal, dass die Prinzessin das Schiff sah. In der Schiffskabine bemerkte die kleine Meerjungfrau einen hübschen Prinzen. Lange konnte sie ihre Augen nicht von ihm lassen. Plötzlich begann ein heftiger Sturm auf See. Das Schiff des Prinzen traf einen Felsen und zerbrach in Stücke. In völliger Dunkelheit blitzte ein Blitz auf und die kleine Meerjungfrau sah den Prinzen ins Meer fallen. Sie rettete ihn, indem sie ihn an Land brachte. Bald wurde der Prinz von einem vorbeikommenden Mädchen gefunden. Als er aufwachte, lächelte er sie an und dankte ihr, dass sie sie gerettet hatte. Die kleine Meerjungfrau wurde traurig, dass der Prinz nicht einmal von ihrer Existenz wusste. Sie tauchte ins Wasser und schwamm davon. Aus den Geschichten ihres Vaters über Menschen wusste die kleine Meerjungfrau, dass sie den Fischschwanz von Meerjungfrauen als hässlich betrachteten. Um einer Person zu gefallen, musste man daher 2 Beine erwerben. Am nächsten Tag ging die kleine Meerjungfrau zur Seehexe. Die Zauberin stimmte zu, einen Trank für sie herzustellen, der den Fischschwanz in ein paar schlanke Beine verwandeln würde. Der Gang der Prinzessin würde anmutig sein, aber jeder Schritt, den sie unternahm, würde unerträglichen Schmerz bringen. Und wenn der Prinz einen anderen heiratete, verwandelte sich die kleine Meerjungfrau in Meerschaum. Im Gegenzug wollte die Hexe dem Mädchen ihre wundervolle Stimme abnehmen. Die Prinzessin war bereit, dem Prinzen nahe zu sein, und sie stimmte zu. Nachdem die kleine Meerjungfrau nachts zum Palast des Prinzen gesegelt war, trank sie ein magisches Getränk. Ein scharfer Schmerz schoss durch sie und sie wurde ohnmächtig. Als das Mädchen am Nachmittag aufwachte, sah es den Prinzen vor sich und senkte die Augen. Es fand 2 Beine anstelle eines Fischschwanzes. Der Prinz versuchte herauszufinden, wer sie war und wie sie hierher kam, aber die kleine Meerjungfrau konnte nicht sprechen. Trotz ihres luftigen Gangs und ihres schönen Tanzes fühlte sie schreckliche Schmerzen in ihren Beinen. Der Prinz wurde immer mehr an die kleine Meerjungfrau gebunden, behandelte sie aber immer noch wie ein kleines süßes Kind. Es kam ihm nie in den Sinn, sie zu seiner Frau zu machen. Einmal gab der Prinz zu, dass sein Herz von dem besetzt ist, der ihn vor langer Zeit am Ufer gerettet hat, und sie werden heiraten. Die kleine Meerjungfrau war sehr verärgert, konnte ihm aber nicht die Wahrheit sagen. Als es Zeit für die Hochzeit war, lud der Prinz die kleine Meerjungfrau ein, mit dem Brautpaar eine Hochzeitsreise zu unternehmen. Ein luxuriöses Flitterwochenzelt ist auf dem Deck des Schiffes ausgebreitet. Die kleine Meerjungfrau hatte noch einen letzten Abend Zeit, um mit dem zusammen zu sein, für den sie ihr Zuhause verlassen hatte, gab ihre wundervolle Stimme und ertrug jeden Tag endlose Qualen. Aber er bemerkte sie nicht einmal. Als es still auf dem Schiff wurde, saß die kleine Meerjungfrau auf dem Deck und wartete auf die ersten Sonnenstrahlen. Plötzlich bemerkte sie in der Nähe des Schiffes ihre Schwestern. Sie baten die Hexe unter Tränen, die Prinzessin vor dem Tod zu retten. Die Zauberin gab ihnen ein scharfes Messer, mit dem die kleine Meerjungfrau das Herz des Prinzen durchbohren sollte. Ein Tropfen seines Blutes würde ihre Beine in einen Schwanz verwandeln und sie könnte zum Meer zurückkehren. Die kleine Meerjungfrau schaute ins Zelt und sah dort ein verliebtes Schlafpaar. Sie fand nicht die Kraft, dem Prinzen das Leben zu nehmen und warf den Dolch ins Meer. Mit Trauer warf sich die kleine Meerjungfrau ins Wasser. Aber die Güte der Prinzessin schmolz das Herz der bösen Hexe. Die Zauberin hob ihren Zauber auf und die kleine Meerjungfrau hatte wieder einen Fischschwanz anstelle menschlicher Beine. Eine kleine Maus lebte in einem Wald. Er war sehr feige und hatte sogar Angst vor dem Geräusch des Windes. Alle Tiere im Wald lachten ihn aus. Und dann, eines Tages, sammelte die kleine Maus seinen ganzen Willen zur Faust und ging zum König des Dschungels. Der Löwe hatte gerade sein Abendessen beendet und döste leise im Schatten und schnarchte laut. Die Maus näherte sich ihm und kletterte den Schwanz hinauf. Alle Tiere waren neugierig, was er vorhatte. Die kleine Maus hatte große Angst, aber er bemühte sich sehr, es nicht zu bemerken. Er kletterte auf den Rücken des Löwen und erschien mit einem wichtigen Blick vor seinen Freunden. Und dann ist der Löwe aufgewacht. Mit einer Bewegung warf er die Maus zu Boden und knurrte bedrohlich. Alle anderen Tiere waren sehr aufgeregt. Sie dachten, der Löwe würde die Maus schlucken. Stattdessen fragte der Löwe, was er auf dem Rücken tue.
Die Maus sammelte seinen ganzen Willen zur Faust und bat den König des Dschungels, ihn unter seine Fittiche zu nehmen, damit er keine Angst mehr vor irgendjemandem oder Iwas hatte, weil er das feigste Tier im Wald war. Und im Gegenzug bot er seine Hilfe an. Der Löwe hörte schweigend auf die Maus. Aber er konnte nicht verstehen, wie eine kleine Maus einem großen und starken Löwen helfen kann. Zuerst lachte er und dann jagte er mit einem lauten Gebrüll den unverschämten Mann weg. Die Maus rannte sofort weg, froh, dass der Löwe ihn nicht essen würde. Alle anderen Tiere liefen ihm nach. Einige Zeit ist vergangen. Der Löwe bekam Hunger und ging auf die Jagd. Aber er bemerkte die von den Jägern gesetzte Falle nicht und fiel hinein. Der König der Tiere hing in der Luft, gefangen in einem Jagdnetz. Er versuchte herauszukommen, konnte es aber nicht tun. Und da der Löwe der König des Dschungels war, konnte er sich nicht dazu bringen, um Hilfe zu schreien. Außerdem konnten Jäger ihn hören. Die Tiere sahen den Löwen, aber niemand wagte es, sich ihm zu nähern. Und der Löwe beschloss, dem Schicksal zu vertrauen und nichts zu tun. Ganz zufällig war dieselbe kleine Maus in der Nähe. Als er den König der Tiere in den Netzen sah, beschloss er, ihm zu helfen. Die Maus kletterte den langen Schwanz des Löwen hinauf und begann, als sie das Netz erreichte, daran zu nagen. Nach einiger Zeit versammelte sich eine ganze Menge Tiere in der Nähe der Falle. Es war für alle interessant zu beobachten, was geschah. Plötzlich, irgendwo weit weg, war der Schrei der Jäger zu hören. Die Tiere hatten große Angst und flohen in den Wald. Aber die Maus nagte weiterhin hartnäckig am Netz. Schließlich brach das Netz und der Löwe befreite sich davon. Ohne nachzudenken, kletterte die Maus auf seinen Rücken und sie rannten weg. Als der Löwe in seine Höhle kam, entschuldigte er sich bei der Maus. Und er sagte, er habe ein so kleines Tier unterschätzt und entschieden, dass es keinen Nutzen haben würde. Und weil die kleine Maus dem König der Tiere das Leben gerettet hat, muss er jetzt keine Angst mehr vor Iwas oder irgendjemandem haben. Von nun an nimmt ihn der Löwe unter seine Fittiche. Alle Tiere, die beobachteten, was geschah, lachten und applaudierten der tapferen Maus. Seitdem sind Löwe und Maus beste Freunde geworden, und im Wald herrscht für immer Frieden.